Oh nein! Ein riesiges Feuer in Car City! Zum Glück ist Hilfe unterwegs! Das Rettungsteam wird alles wieder in Ordnung bringen. Was ist los, Supertruck? Zetron, er muss das Feuer gelegt haben. Frank braucht Hilfe. Supertruck, Zeit zum Transformieren. Super Feuerwehrauto wird dem Rettungsteam helfen. Gute Arbeit, Feuerwehrautos. Zetron kommt noch davon. Du musst ihn aufhalten. In diesem Stau wirst du Zetron nie erwischen. Keine Sorge, Mathilda hat die Lösung. Mit ihrer Sirene wird sie den Weg frei machen. Zetron zerstört die Ampeln. Das wird zu Chaos auf den Straßen führen. Mathilda kennt sich aber mit solchen Situationen aus. Mathilda regelt den Stau, damit sich das Team um Zetron kümmern kann. Los, Rettungsteam! Weiter so, Team! Gleich seid ihr da! Gut verteidigt! Zetron schießt mit Schleim! Oh nein, der Weg ist mit Schlamm versperrt! Wie soll er jetzt gestoppt werden? Amber, pass auf! Oh nein, Supertruck ist eingefroren! Frank, Amber, ihr müsst Supertruck aus dem Eis helfen. Franks Wasser wird das Eis schmelzen. Supertruck ist sehr kalt. Amber, kannst du ihm helfen? Fühlst du dich besser, Supertruck? Super, dann lass uns Zetron stoppen. Zetron sorgt für Chaos in der Stadt. Sofort aufhören, Zetron! Oh nein! Zetron drängt das Team mit dem Schleim zum Kanal! Supertruck! Zeit, den ST-3000 zu nutzen! Der Supermagnet! Rettungsteam! Supertruck braucht Hilfe! Zeit, dieses Chaos zu stoppen! Gute Strategie, Team! Supertruck, gib alles, was du hast! Gute Zusammenarbeit, Zetron! Du bist verhaftet! Das wird dir eine Lehre sein! Du hast einen Assistenten, wie Batman und Robin. Das ist deine erste Lieferung. Wir zählen auf dich. Stimmt etwas mit der Lieferung nicht? Hey, Billy, ich glaube, diesen Stein brauchst du nicht. Bist du okay? Wow! Siehst du doppelt?
Der Roboter ist verrückt geworden. Du musst ihn aufhalten. Wie fühlst du dich, Billy? Du musst dir den Weg freiräumen. Wo ist der böse Roboter hin? Walter denkt, es ist Supertruck. Was ist los, Walter? Das war der Roboter. Stimmt was nicht, Carrie? Supertruck! Carrie dachte, du wärst an der Eiscreme-Maschine. Du hast eine Idee, wie du ihn aufhalten kannst? Zeit, dich zu reparieren! Eine Reparaturkanone? Cool! Willkommen zurück! Kannst du uns mit dieser Lieferung helfen? Das ist Supertrucks Assistent. Ihm tut es leid, was vorhin passiert ist. Alles ist in Ordnung. Dein Assistent wird zum Helden. Nichts geht über Eiscreme. Richtig, Kinder? Oh nein! Hilfe! Ein mysteriöser Dieb macht sich mit der Eiscreme davon. Keine Sorge, Kinder. Die Polizei ist an dem Fall dran. Supertruck, pass auf deine Limo auf. Ein Dieb treibt sein Unwesen. Hey, bring die Limo zurück, du gemeiner Dieb. Vielleicht kannst du Elsa und Mathilda helfen, Supertruck. Wow, du bist jetzt nicht mehr Supertruck, du bist Spider-Truck. Elsa, Mathilda, keine Sorge, Hilfe ist unterwegs. Oh, ich glaube, er ist ziemlich nah. Wow, Spider-Truck ist so cool. Das Spiel ist aus, Dieb. Spider-Truck ist dir auf den Fersen. Das gibt's doch nicht. Der Dieb war die ganze Zeit Krokomile? Genau, Spider-Truck. Erteil dem bösen Kroko eine Lektion. Oh nein, Eierbomben. Pass auf, Spider-Truck. Vorsicht, Spider-Truck. Spider-Truck, wo bist du? Elsa, Mathilda, passt auf. Krokomile benutzt seine Eierbomben, um zu fliehen. Oh nein, Spider-Truck, wo bist du hin? Wartet eine Sekunde. Was ist das? Unglaublich, du fährst an der Wand. Was hast du vor, du böser Kroko?
Mädels, passt auf! Das ist schlimm! Sehr schlimm! Spider-Truck, du musst sie retten! Keine Sorge, Super-Truck wird euch helfen! Die Spinnennetze halten die Hitze nicht aus! Du musst dir etwas anderes überlegen! Nichts hilft besser gegen Feuer als Wasser! Klasse Idee, Spider-Truck! Oh nein, das Feuer ist zu stark! Du brauchst Verstärkung, Spider-Truck! Wartet, was ist das? Unglaublich! Die Super-Babys sind hier, um zu helfen! Kommt schon, ihr habt's fast geschafft, Super-Truppe! Hurra! Alle Feuer sind jetzt gelöscht! Jetzt holen wir uns diesen Krokodieb! Richtig, Spider-Truck? Komm schon, schon wieder? Das ist nicht fair, Krokomile! Du bekommst schon noch, was du verdienst. Wart's ab! Ein Spinnennetz? Wartet mal! Spider-Truck ist hier! Du kannst dich nirgends verstecken, du kleiner Dieb! Krokomile, hörst du das? Da kommt die Polizei! Sie sind dir auf den Fersen, Kroko! Klasse Fang, Spider-Truck! Gute Arbeit, Super-Truck! Elsa und Mathilda übernehmen jetzt den Rest. Hey Kinder, Spider-Truck hat gerade den Dieb gefangen. Aber ohne eure Hilfe vorhin hätte er es nicht geschafft. Ich bin mir sicher, er dankt euch irgendwie. Ein kleines Geschenk vom freundlichen Spider-Truck aus der Nachbarschaft. Was für ein schöner Tag für eine Ausfahrt, nicht wahr, Super-Truck? Wartet, ist das Jerry, der da weint? Was ist passiert, Kumpel? Es sieht so aus, als hätte er irgendwie seine Reifen verloren, Super-Truck. Jerry ist traurig, denn er ist ein Rennauto und ohne Reifen kann er keine Rennen mehr fahren. Keine Sorge, Jerry. Super-Truck verhilft dir zu ein paar neuen Reifen. Natürlich. Ich bin mir sicher, Tom hat ein paar in seiner Garage. Tom besorgt dir ein paar tolle neue Reifen, Jerry. Aber jetzt müssen wir herausfinden, was hier los ist, Super-Truck. Eine Polizeiautotransformation? Klasse Idee, Super-Truck. Aufgepasst, die Kriminellen! Car Citys bester Detektiv ist an dem Fall dran! Na dann, Super-Truck, lass uns dieses Geheimnis aufklären! Wow! Alle verlieren ihre Reifen, Super-Truck! Aber wer könnte hinter dieser verrückten Übeltat stecken? Wow! Was war das? Mathilda jagt den bösen Dr. Zick! Was hat er dieses Mal wieder angestellt? Gute Idee, Super-Truck. Mathilda braucht vielleicht Hilfe, um ihn zu verhaften. Super-Truck, pass auf! Phew, das war knapp. Natürlich! Es war Dr. Zick, der allen die Reifen gestohlen hat. Keine Sorge, Mathilda. Super-Truck hält diesen Schuft auf. Aber du musst vorsichtig sein, sonst stiehlt Dr. Zick deine Reifen auch noch. Ein Hubschrauber. Gute Idee, Super-Truck. So sieht's aus, Zig. Du kannst Super-Trucks Reifen nicht stehlen, wenn er gar keine hat. Gib auf! Du kannst dich nirgends verstecken. Gute Idee, Super-Truck. Versperr ihm den Weg.
Mann, der ist echt schwer zu erwischen. Ich glaube, ihn zu fangen wird nicht so einfach, wie wir dachten. Hast du irgendeine Idee, wie wir ihn aufhalten können? Ein Greifarm. Aber klar. Das Spiel ist aus, Dr. Zick. Hey. Junge, du bist wirklich schwer zu fassen. Ja. Aber dein Glück hält nicht ewig. Hast du Angst, Dr. Zick? Keine Sorge, Supertruck lässt dich gleich runter. Ins Gefängnis. Wow, Supertruck, die Reifen sehen toll aus. Hat Tom sie dir gegeben? Verstehe, alle haben neue, coole Reifen bekommen. Naja, nicht jeder. Guten Morgen, Lilly. Guten Morgen, Kinder. Wo fahrt ihr hin mit den Schutzhelmen? Oh, eine Exkursion auf die Baustelle. Wie lustig. Habt einen tollen Ausflug. Wow, pass auf. Yikes. Haltet euch fest, Kinder. Es ist niemand hier, um die Brücke wieder runterzulassen. Kannst du durchhalten, bis Hilfe da ist, Lilly? Gut, keine Sorge. Supertruck wird wissen, was zu tun ist. Karl, es gibt einen Notfall am Fluss. Lilly und die Kinder hängen auf der Brücke fest. Kannst du helfen? Super. Los geht's. Was machen wir nur, Supertruck? Gute Idee. Wir brauchen ein Fahrzeug, das über den Fluss fahren kann. Superboot, das ist perfekt. Oh nein, er fällt. Schnell, Supertruck, fang ihn auf. Klasse, gefangen. Ah, er war jeder. Oh Mann! Beeil dich! Benutz dein Netz! Phew, das war knapp! Bist du okay? Oh oh! Supertruck! Lilly kann sich nicht mehr lange halten! Beeilung! Benutzt den ST-3000! Schnell! Du kannst den Telekinesestrahl nutzen, um die Brücke zu schließen.
Yikes! Halt durch, Lilly! Schon gut. Probier's einfach nochmal. Wow! Du schaffst es! Gott sei Dank. Keine Sorge, ihr seid jetzt alle in Sicherheit. Da sind wir. Ich bin froh, dass ihr noch euren Ausflug machen könnt, Kinder. Ihr habt recht, Supertruck hat wirklich den Tag gerettet. Wie immer. Gute Idee, Supertruck. Vielleicht sollte das Baustellenteam lieber gleich los, um die Brücke zu reparieren. Viel Spaß, Freunde. Bis bald.